Moin. Tiere nehmen ihre Umgebung ganz anders wahr als wir Menschen. So haben Rinder, Pferde, Schweine, aber auch Geflügel seitlich angeordnete Augen. Außerdem nehmen sie Farbspektren ganz anders wahr und adaptieren sich auch schneller oder weniger schnell an Hell- und Dunkelbereiche. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf Höfen und Ställen nicht nur auf die Bedürfnisse des Menschen eingehen, sondern auch ganz besonders auf das Wohlergehen der Tiere achten. Aber nicht nur aus Tierwohlgründen ist ein gutes Lichtmanagement heute relevanter denn je, sondern auch ganz besonders aus Umweltgründen. Hier ist ein wichtiger Aspekt die LED-Technologie, die ich mir heute zusammen mit der Firma Kerbel anschaue, um Betriebe und Höfe nicht nur tierwohl, sondern auch umweltfreundlicher zu gestalten. Insbesondere das Lichtspektrum und die Lichtverteilung haben hier Einfluss auf die biologische Wirkung. Das Licht wird also von der Netzhaut im Auge absorbiert, was dann wieder ein Signal an das Gehirn sendet, wo das Hormon Melatonin produziert wird. Das steuert unseren Wach-Schlaf-Rhythmus im Körper und ist für die Synchronisation unserer Körperfunktion zuständig. Für die Tiergesundheit hier im Kuhstall bedeutet das konkret, dass wir das Immunsystem stärken, die Aktivität und das Wachstum fördern, aber auch die Fruchtbarkeit positiv beeinflussen. Außerdem werden dadurch auch die Ruhephasen erhöht und damit die Wiederkauaktivität, was nicht nur die Tiergesundheit fördert, sondern auch vor allem die Futterverwertung. Aber die LED-Beleuchtung hat auch ganz besonders Vorteile für unsere Umwelt. So hat sie einen viel höheren Wirkungsgrad, das heißt, wir sparen Energie, sie gibt auch keine Wärme ab und beinhaltet kein schädliches Quecksilber wie die herkömmlichen halogenen Leuchtstoffröhren. Ein Punkt, der mir besonders am Herzen liegt, ist der Insektenschutz. Denn LED-Strahler enthalten kaum UV-Strahlung und wirken damit nicht anziehend auf Insekten. Ein Großteil des Artenrückgangs im Insektenbereich ist der Lichtsmog vor allem nachts in Städten verantwortlich, weil er Insekten in Umgebungen lockt, wo sie kein Habitat und Nahrung vorfinden. Die Vorteile der LED-Beleuchtung gelten ja jetzt natürlich nicht nur hier für den Rinderbereich, sondern auch für alle anderen Tierarten, für den Außenbereich auf Hofflächen zum Beispiel oder auch auf Paddocks und Reitplätzen. Mehr Infos findet ihr auf der Website von Kerbel.